Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Call of Duty Modern Warfare 3 Multiplayer. Nun, ich habe mir für heute Abend, für den heutigen Silvesterabend, sehr lange überlegt, was sollen wir machen? Battlefield 4, Call of Duty Ghosts oder doch lieber Battlefield 3? Nun, von allen drei Spielen bin ich momentan nicht so wirklich begeistert. Okay, von Battlefield 3 bin ich total begeistert, aber momentan habe ich einfach keine Lust, dieses Spiel zu spielen. Battlefield 4, das Spiel ist so dermaßen verbuggt, dass es mich einfach total ärgert, so viel Geld ausgegeben zu haben. Wenn ich schon daran denke, werde ich einfach sauer. Und von Call of Duty Ghosts muss man echt gar nicht erst reden. Was zum Geier ist mit der Field of View passiert? Wieso habe ich nur diese 65 Field of View Einstellung? Und das Spiel ist so schlecht portiert. Oh Gott, ich dachte schon, Black Ops wäre schlecht und Black Ops 2 wäre schlecht, aber Call of Duty Ghosts ist einfach über die Stränge. Naja, also habe ich mich für Modern Warfare 3 entschieden und naja, das Spiel läuft in der ersten Runde, wie ihr seht, nicht sehr gut, aber ich verspreche euch, das Spiel wird am Ende richtig gut. Es wird sogar fantastisch sein. Nun kommen wir zurück zu Neujahr und Silvester. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin einfach kein Freund von Silvester. Sagt mal so, die meisten Leute machen jetzt bestimmt schon eine riesenlange Liste von wegen, was werde ich nächstes Jahr ändern. Die einen wollen abnehmen, die einen wollen sparen, damit sie sich ein neues Auto kaufen wollen. Und dann gibt es noch irgendwelche Leute, die sagen, ich werde ganz viel Mühe in meinen neuen Garten reinstecken und ich werde Rosen und was weiß ich was anbauen. Und was ist passiert am Ende des Jahres? Nichts. Kein Abnehmen, kein neues Auto und kein Rosenbeet. Und ich sage euch, woran das liegt. Ich kann das sogar an mir selbst sagen. Ich habe mir zum Beispiel dieses Jahr gesagt, am Anfang des Jahres, am 1. Januar 2013, habe ich mir gesagt, so, wenn ich an die Uni komme, werde ich jeden, keine Ahnung, jedes Wochenende bestimmt Sport treiben. Ich werde mir irgendwelche Fahrradrouten aussuchen und ich werde jedes Wochenende daran fahren. Und was ist passiert? Nicht wirklich irgendwas. In den ersten 2-3 Wochen war ich vielleicht wirklich total motiviert gewesen und habe was gemacht, aber danach nicht. Absolute Nada, nix war da mehr. Es ist einfach die Faulheit, glaub mir. Man nimmt sich was vor und am Ende siegt die Faulheit. Genau, deswegen machen gute Vorsätze absolut gar nichts. Sie sind einfach für den Katz. Ich glaube, sie sind ehrlich gesagt nur dafür da, damit man sich einfach nur besser fühlt. Dass man vielleicht ein besseren Mensch geworden ist oder sowas in der Richtung. Aber gute Vorsätze sind wirklich absolut für den Katz. Und dann kommen wir zu Feuerwerk. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber ich kann es hören. Draußen fliegen schon die ersten Feuerwerkskörper durch die Luft. Und ich kann euch sagen, ich kann Feuerwerk einfach nicht leiden. Okay, als Kind fand ich die mal so richtig cool, mit diesen rot, blau, grün, leuchtenden Farben und diesen Geräuschen. Ganz ehrlich, aber ich kann mittlerweile Feuerwerke einfach nicht mehr leiden. Sie machen Lärm. Wenn jedes Mal zu Silvester werde ich irgendwann mittags, also Mitternacht, irgendwann einfach so müde, aber dann kann ich nicht schlafen wegen diesem ganzen Lärm. Okay, ihr werdet euch jetzt sagen, warum schläfst du am Silvester? Du sollst doch feiern gehen. Und ich denke einfach nur, Leute, ich bin einfach nicht der Fan von Silvester. Ich bin auch nicht mal ein Fan von Neujahr. Ehrlich gesagt finde ich
es sollte gar kein Neujahr und Silvester geben, man sollte einfach schön den nächsten Tag weiterleben. Ich meine, was heute ist, wird morgen ja wohl nicht plötzlich komplett ganz anders sein. Deswegen bin ich ehrlich gesagt absolut kein Fan von diesen zwei Sachen. Silvester und Neujahr, genau. Das Einzige, was ich an Silvester wirklich gut finde, ist meistens, dass es auf Feier kostenloses Bier gibt. Ja. Es gibt kostenlose Getränke und es gibt kostenloses Essen. Ja, darauf freue ich mich immer. Tja, wie findet ihr Silvester und wie habt ihr Silvester verbracht? Ich hoffe, ihr habt sogar eine viel bessere Einstellung als ich. Nun, das war's mit dem Video und das war's auch mit dem Spiel. Da ich dieses Video morgen rausbringe, also heißt das, ihr werdet ihr das am 1. Januar sehen, sage ich schon mal guten Rutsch und für die Leute, die es morgen sehen, also am 1. Januar, frohes Neues. Ciao, bis zum nächsten Mal.